Hallo meine Freunde und ratet mal, was wir hier sehen. Ich müsste eigentlich ganz... Oh mein Gott, sie hat eine Katze. Die Bogenschützin hat eine Katze. Oh nee, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Eigentlich müsste ich auf Media Blockout gehen und nichts von dem Spiel mir angucken oder hören oder sehen oder... Aber ich kann nicht. Oh, was? Unreal? Echt? Unreal 4? Ja komm, lad die Daten schneller. Wir tauchen da einmal kurz rein, gucken uns einmal schnell um. Okay, zwei Charaktere. Dein Name ist Olberic und du bist ein Krieger. Einst warst du ein stolzer Ritter. Dann hast du dich durch einen Staatsstreich auf einen Schlag König und Reich verloren. Heute verdienst du dir in einem kleinen Tal im Hochland dein Brot als Leibwächter und Waffenmeister. Wozu schwinge ich meine Klinge noch? Diese Frage quält dich Nacht für Nacht. Dann, eines Tages hörst du zufällig einen uralten Namen und dies lässt dich zur Tat schreiten. Okay, die Story ist okay, sie ist okay. Sie ist, ich mag das Artwork von ihm, das Silver Knight Straight Sword an seiner Seite. Ah, super. Tolles Artwork. Primrose. Dein Name ist Primrose und du bist Tänzerin. Du gehst dein Gewebe im Vergnügungsviertel der Wüstenstadt Sonnschat nach, wo selbst der Tag finster wie die Nacht ist. In Wahrheit bist du die Tochter des einst so stolzen Hauses Azelhar. Deine wahre Identität hältst du geheim. Drei Männer, die das Zeichen der Krähe trugen, sie nahmen mir meinen Vater. Aber du wirst Rache üben. Oh, das ist eine gute Story. Nice entstanden. Okay, wie ich mich kenne, ich werde wahrscheinlich alle beiden spielen. Ich fange mal einfach von rechts nach links an. Ja. Das Abenteuer beginnt sofort. Sofort, oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Vor 8 Jahren. Oh, ich muss noch weiter drücken. Zum Teufel auf. Ist er ein Mann oder ein Tier? Oh, mit Synchro. He's but one. Yet fights like a score. God's mercy. That's the unbending blade of Hornburg. Olberic Eisenberg. You know my name, and so to business. Who will die first? Coole Stimme. It's you who'll be dying. Look about you. We have the numbers. Enemy reinforcements on the left flank. Bevor ich weitermache, die Musik ist der Hammer. Der Hammer. Hört mal hin. Ist das nicht krass? To Sir Albert's side, men! The Blackguards have had their way for long enough! Charge! It matters not. We're done here. Sound the retreat! Withdraw to the rallying point! Sir Albrecht, I feared it would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? You make for His Majesty's camp, sir? Just so. Our foe attacked from both flanks. We have no orders from the crown. This concerns me. His Majesty is well guarded, sir. Sir Erebont is with me. I know this. There is no stronger knight in the realm. Other than yourself, of course. Ich kann nicht umher, als die Musik zu bewundern. With Sir Erebont at his side, surely His Majesty is in no danger. Perhaps not, but we must be certain. I would know how the battle unfolds. Besides,
Word from the king always lifts the men's spirits. As you wish, sir. We will hold this ground. Be safe, and may the gods guide your blade. And yours, Sir Ulbrich. Oh, alles so ehrenhaft hier heute. Heavens have mercy. His Majesty's own guard, slain to the last man. Who could have done such a thing? Erhard, where is Erhard? So, it was you. Oh, Erhard ist also der Verräter, oder was? My leash! Erhard, what is the meaning of this? Oh. Das war ja konsequent. What have you done? Ah! Have you not eyes? The king is dead by my hand. What madness? What treachery is this? No madness. Call it treachery, if you will. I thought you a friend. A brother! Ah! Brothers indeed. How many times did we cross swords like this in the practice yard? And how many times have I told you? I see your every move, your every strike before it falls. As I see yours. Ah, but you've not seen everything. I saved one trick for the day I knew would come. Okay. Jetzt schiebt das alles auf ihn, oder was passiert gleich? Always the same dream. Ah. Ah, Philip. What is it? Ist alles synchronisiert? Das ist ja krass. Grivens! How'd you know it was me, sir? A knight must always be on his guard, even when he rests. Okay. But then, I am no knight. Not any longer. Cool, mit Denkblasen, das freut mich. Dann kann man in die Charaktere mal reingucken. If you say so, sir. But there's lots of men what carry swords that can't do the half of what you do. Oh, I almost forgot, sir. The headman's looking for you. Says he wants a word. He didn't say about what. Tell him I'm on my way. I'll go on ahead and let him know, sir. He'll be in the square. You know the one. Ich bin immer ruhig bei sowas, weil ich das auch ganz gerne mitverfolgen möchte. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost. My land in ruin. I wandered aimlessly. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword. Hiding behind another man's name. Defending the villagers from bandit raids. Teaching young men how to handle a blade. Not a glamorous life, but it puts food on my plate. A man like me knows only the battlefield. Worth only as much as the blade at my side and the arm that swings it. When that blade fails to save my sworn liege, what does that make me?
have asked myself that question. No answer still. At least, not one I like. One thing I do know is that I owe this village a debt. A debt I intend to repay. Mhm, ja, okay. Weiter, begleich doch mal jetzt was hier. But that's enough brooding for one morning. The headman's waiting. Oh, ich wollte ein bisschen im Haus steuern. Berg, sir. Ho there. I see. Heute zu zweit, es fliegt jedoch immer nur einer die Runde zu machen. Yes. Der Dorfvorsteher hielt es für besser, weil sich in letzter Zeit Räuber in den Hügeln aufhalten. Erst gestern wurde der arme Händler wegen seines Geldbeutels gemeuchelt. Was für ein scheußlicher Anblick, Herr. Indeed. Diesen gefährlichen Zeitmann kann nicht vorsichtig genug sein. Wie ich höre, sucht der Dorfsteher mich. Vorsteher. Just so. Ach, das hat er erwähnt, Herr. Er müsste sich noch auf dem Platz befinden. Wenn ihr uns nun entschuldigt würdet, Herr, Morgenpatrouille, Runde fortsetzen. Darf ich jetzt? Dankeschön. Rein da. Okay, kann man hier irgendwas anklicken? Kann man hier irgendetwas? Okay, das muss noch nichts heißen. Das Spiel ist noch in Entwicklung. Und mit solchen kleinen Details, wie irgendwelche Kommentare von irgendetwas, warten die vielleicht noch. Oh, Stufe 1. Alles klar. Fertigkeiten. Horizontalhieb. FP-Kosten. Achso, das sind Sachen, die ich machen kann. Im Kampf wahrscheinlich. Schwerter und Stangenwaffen. Wieso habe ich mehrere? Sehr interessant. Ich habe auch Bögen, Stäbe, Äxte, Dolche. Ich kann aber nichts auswählen. Doch. Ausgerüstet. Sein Symbol. Das ist wirklich Standard-RPG-like, so wie ich es mag. Ah, jetzt so kann man hier auch durchblättern. Alle Gegner mit Schwert angreifen. Erhöht die Stärke physisch 3 Runden. Greift ein Gegner mit einer Stangenwaffe an. Aha. Fürs Erstangriff. Erstangriffsrecht in der nächsten Runde. Okay, führt einen schweren Schwertangriff auf einen Gegner aus. Okay. Hier ist ein Fragezeichen. Ich frage mich, was da noch kommen mag. Kann man die Kamera drehen? Sieht nicht so aus. Moment. Man kann schon mal auf der Karte erkennen, wo es in welche Richtung es so geht. Ein bisschen nach links, wie es scheint, wird man ab. Oh, West-Sonstadt, Sande. Ey, das ist doch da, wo das Mädchen ist. Die Tänzerin. Katakomben finde ich schon mal sehr gut. Das Mädel ist sogar hier. Hier ist scheinbar die Grenze des Landes. Und hier kann man auch nach oben. Okay, es gibt einiges zu entdecken, wie es scheint. Sie haben mir die Führung der Bürgerwehr anvertraut. In den Hügeln treiben sich Räuber rum. Die finde ich so verwirrend. Wenn wir wüssten, wo die Banditen sind, sich verstecken, dann könnten wir sie aufstöbern. Aber ihr könnt es scheinbar nicht. Oh, man kann gehen und laufen, okay? Kann man diese Fässer durchsuchen? Okay. Hi. Seid ihr durstig? Das ist das Wirtshaus. Am besten Met im Hochland. Okay. Zufällig ein Met-Experte. Kein Met hier. Oh, guck mal, wie die Kamera scharf und weich stellt, wenn man sich bewegt. Sieht man unten rechts an den Fässern. Sehr sympathisch. Wirklich fantastisch. Ah, sein Haus ist auch unscharf geworden. Wenn wir jetzt näher kommen, rückt's in die... Oh, das ist ja fantastisch. Ist das der... Berg, da seid ihr ja. Einen guten Morgen, Herr. I see. Guten Morgen, euch beiden. Philipp sagte, dass ihr mich sprechen wollt. Ja, richtig. Ich komme gleich zur Sache. Es gibt Berichte von Banditen in den Hügeln. I see. Wie ich sehe, habt ihr die Patrouille verdoppelt. Oh, yes. Richtig.
Und ich hatte auch auf eure Unterstützung gehofft. Die Angst vor einem Hinterhalt der Banditen hält die Dorfbewohner von den Hügeln fern. Wir können weder nach den Fallen schauen, noch Brennholz sammeln. Gelinde gesagt, eine mehr als missliche Lage. Überlass das mir, wo kann ich diese Diebe finden? Ich möchte sie... Die genaue Lage ihres Verstecks kenne ich nicht. Ich habe ein paar Männer auf die Suche geschickt. Könnt ihr in der Zwischenzeit vielleicht die Miliz exerzieren? Unsere Männer sind kühn, können aber ein Schwertknauf nicht von einer Pike unterscheiden, wenn ihr versteht, was ich meine. As you wish. Ach Herr, wenn es keine große Last ist, könnte mein Philipp vielleicht die Ausbildung mitmachen. Oh, er ist mehr als gewillt, Herr. Das versichere ich euch. Er drängt mich schon seit Wochen, euch zu fragen. Er ist ein tapferer Junge. Er hat Schneid und Ehrgeiz und er könnte schlechtere Männer zum Vorbild wählen als Herrn Berg. Seit mein Mann gestorben ist im Krieg, na, ihr wisst schon. Es ist nur, der Junge erreicht ein Alter, in dem ein Vater dringend vonnöten ist. Ach nein, ich wollte damit nicht sagen, dass... Eure Junge ist bereits sehr angesehen im Dorf. Es wäre mir eine Ehre, ihn auszubilden. Er ist aber ein äußerst ehrenwerter Mensch. Ihr seid sehr freundlich ist auch. Dann ist das entschieden. Bildet den Jungen gut aus und sorgt dafür, dass er seine Mutter stolz macht. Okay? As you wish. Und wir sind die Lappen. Achso, die Patrouille. Oder? Eva? Ja, jeder deiner 8 Helden integriert mit der Welt auf seine Weise und geht seinen eigenen Weg. Okay. Geh zu einem Dorfbewohner und drücke Ypsilanzi. Der Krieger Olbrich kann Stadtbürger zum Duell herausfordern. Achso, das sind jetzt die einzelnen Fähigkeiten. Der andere Held dieser Demo, die Tänzerin Primrose, kann Stadtbürger verführen und zu verschiedenen Orten führen. Okay, Kleiner. Duell. Unwahrscheinlich, dass diese Person akzeptiert. Ich sollte jemand anderen suchen. Ach, schade. Stets bereit für eine Trainingsrunde, Herr. Diese Person zu einem Duell. On your guard. It's a good day for battle. Okay. Nutze die Schwächen deiner Gegner, um den Kampf für dich zu entscheiden. Greife den Schwachpunkt deines Gegners an. Okay. Und reduziere seine Schildpunkte. Bei 0 Schildpunkten brichst du den Gegner. Der Krieger Olbe kämpft meisterhaft mit Schwert- und Stangenwaffen. Wechsel die Waffenmitte, um zu gewinnen. Okay, sagen wir mal einfach Waffe. Und wo sehe ich jetzt seinen Schwachpunkt? So kann man in die Stange wechseln. Es sieht so ein bisschen aus wie Suikoden, finde ich, nur in guter Grafik. Ach so, wir haben die Schwäche jetzt erst herausgefunden. Briche der Gegner und reduziere ihre Verteidigung drastisch. Drücke R, okay, und wechsle in den Boost-Modus. Die macht deinen Angriff und Fähigkeiten schnell in die Höhe. Boostpunkte BB bekommst du immer ein pro Runde. Du kannst bis zu 3 Punkte nutzen, um eine Kraft deiner Figur um 3 Level zu steigen. Okay. Oh, ich glaube, jetzt ist er sowas von tot. Berg, ich weiß ja nicht, ob das die Leute wirklich lehrt. Es gibt einen Unterschied zwischen jemanden fertig machen und jemanden ausbilden. Aber gut. Da liegt der K.O. Ja doch. Ein schlichter Konter zwingt dich schon zum Boden. Daher gib Acht auf das Gleichgewicht. Und zwar immer und überall. I see.
Gleichgewicht, in Ordnung. Ich versuche mir das zu merken, Herr. So, jetzt will ich den anderen noch polieren. Indeed. Es ist mir immer eine Ehre, mit einem Krieger aus Format zu trainieren, Herr. Ja, ja. On your guard. Komm her, du. Du kriegst das Schwert ins Gesicht. Mal gucken, was das bringt. Okay, wahrscheinlich sind sie gegen alles schwach, kann das sein? Vernichtet. Eine Heiltraube, schön. Der kriegt auch Geld vom Duell, also zieht er die Leute ab danach? Das bringt nichts her, wir sind keine Gegner für euresgleichen. Du bist zu zaghaft, es ist wichtig, sich selbst zu schützen, das stimmt. Jedoch wirst du keinen Kampf für dich entscheiden, wenn dir der Mut abgeht, auch zuzuschlagen. So, ist die Ausbildung jetzt abgeschlossen, können wir ins Abenteuer. Abgesehen davon könntet ihr euch wunderbar ergänzen, wenn ihr Seite an Seite kämpfen würdet. Indeed. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Just so. Mehr als die Summe der Teile, nicht wahr, Herr? Wenn du das sagst. Was sagst du, Freund? Seite an Seite kämpfen? Zwei Köpfe sind besser als einer, was? What's this? Stimmt etwas nicht, Herr? Oh, er hat sich in sich... Er hat sich in ihn wiedererkannt. Was? Nein, entschuldigt, das ist eine gute Idee. Übt gemeinsam, dann werdet ihr eines Tages fähige Soldaten sein. Yes. I thank you. Wir gehen jetzt auf die Patrouille mit eurer Erlaubnis. Ja, ja. I see. Zisch ab. Jetzt ich bitte. Komm, machen wir ihn fertig. No. Du bist noch nicht bereit. Du musst erst noch an deiner Technik arbeiten. Absolvier die Übungen, die ich dir gezeigt habe. Dann sind schon bald erste Probekämpfe möglich. Du hast Talent, Junge. Hab ich das? I see. Nicht viele Jungen des Alters erlernen den Umgang mit dem Schwert so schnell. Und ich habe schon viele ausgebildet. Putzblitz. Danke, Herr. Mein Vater. Er ist, ihr wisst schon, vor uns gegangen, Herr. Im Krieg gestorben. Ja, ich hörte davon. Mutter hat sich seitdem um mich gekümmert. Ganz alleine, Herr. Das ist schön. Warum kommt er jetzt damit auf uns los? Aber bald werde ich ein erwachsener Mann sein und dann werde ich mich um sie kümmern. Sie kann sich glücklich schätzen, so einen tapferen Sohn zu haben. Hey, thanks! Dann versteht ihr, warum ich stärker werden muss. Ich muss meine Mutter beschützen und alle anderen im Dorf auch. Nach allem, was sie für mich getan hat, schulde ich ihr das. Auch ich stand einmal in der Pflicht, jemanden zu beschützen. Herr? Nichts, Junge, nur alte Erinnerungen. Übe fleißig weiter, dann wirst du bald ein starker Mann sein. You got it! Mach ich, Herr. Vielleicht sollte ich mich im Dorf umsehen. Schon wieder Cutscene. Das ist halt der Anfang eines jeden Spiels, ne? Das ist immer sehr Cutscene-lastig. Räuber, wir werden angegriffen. Berg, Herr. Räuber aus den Bergen. Hä? Du bist ein Räuber? Sieht nicht so aus. Paar diese dreckigen Bauern nehmen sich ganz schön was raus. Wir sind in Überzahl, zickelt sie. Treibt ihnen die Klinge in den Rücken, bevor der Hauptmann herausfindet, dass... Was? Schweinehirten uns aufgehalten haben. Ah. Macht, was ihr wollt, ihr dreckigen That's Hunde. Right. An uns kommt ihr nicht vorbei. Damn it. Verdammt, diese Schweinehirten wissen, wie man kämpft. Look. I swear on my blade. Gute Arbeit, Männer. Ihr habt sie gut abgewehrt. Aber jetzt übernehme ich. Und wer zum Teufel bist du wohl? Er ist ein dummer Narr, wenn er glaubt, dass er es mit uns aufnehmen kann. Oh. Hast also eine schicke Klinge, hm? Ich kenne deinesgleichen, Heckenritter. Ich habe schon viele von deiner Sorte erledigt. The hell? Ich sage dir, der hier bedeutet Ärger. Indeed.
Ihr habt beide recht. Ich bin nur ein gewöhnlicher Heckenritter mit keinem nennenswerten Namen. Wenn ihr aber Ärger haben wollt, dann könnt ihr ihn bekommen. Als Maus und schneide ich die Zunge raus. Genug geschwafelt, spießt ihn auf. Let us fight with honor. Fähigkeiten. Alle Gegner mit einem Schwert angreifen. Probieren wir das doch mal. Könnten auch natürlich... Okay, es bleibt beim Schwert. Achso, da sind die Symbole aufgemalt. Okay. Was ist denn? Führt einen schweren... Greift dein Gegner mit einem Stangenwaffe an. Das erste... Machen wir erstmal das. Okay, den einen hat's gekrittet. Probieren wir das mal mit dem Speer. Greift der Gegner mit einer Stangenwaffe an. Das erste Angriff recht in der nächsten Runde. Na gut. Oh, die stecken aber ganz schön ein, da. Machen wir nochmal einen Horizontalhieb, oder? Gestöber führt einen schweren Schwertangriff auf den Gegner aus, oder machen wir das einfach? Schon mal ein weniger. So, dann können wir jetzt mal einen Vierer-Boost machen. Das überlebt er sogar. Krass. Aber mehr dürfte der nicht einstecken. Doch. Machen wir mal einen Doppelten. Alter Schwede. Ist das vielleicht so eine Art Anführer von denen? Wir hätten erst den anderen töten sollen. Räuber, weiße Kappe, grüne Kappe. Okay, das ist wahrscheinlich tatsächlich der stärkere von denen. Und wir hätten erstmal den anderen platt machen müssen. Oh! Regeneriert GP eines Verbündeten. Ja, klingt so, als bräuchte ich das. Na, endlich! Alter Schwede hat er eingesteckt. So, dann machen wir mal... Achso, nee, wir wollen keine Fähigkeitenpunkte verschleudern. Hauen wir ihn einfach so zu Klump. Jetzt müsste er gleich... Warum kommt er nicht dran? Ach, wegen Bruch. Ah, ich verstehe. Hätten wir erstmal Horizontalhieb spammen sollen, dann wären sie ja häufiger mal im Bruch gelandet und hätten wir nicht so viel Schaden gemacht. Und jetzt den vollen Boost. Piece of Cake! Du weißt, wie man die Klinge führt. Ja, aber wir sind hier noch nicht fertig. That's right. Wenn der Hauptmann davon hört, bist du ein toter Mann, hörst du? Das werden wir sehen, nicht wahr? Hilfe, mein Junge! Hey, come on! Lass mich los, du hässlicher Ingenieur. Oh Bergherr, Sie haben Philipp in Ihrer Gewalt. Mein armer Philipp, er wollte mich beschützen, aber diese Tiere. I am sorry. Es waren so viele. Es tut jetzt nicht zur Sache, wir müssen den Jungen retten. Let me see. Endlich kämen wir jetzt in den Unterschlupf, eine Höhle tief in den Bergen. Indeed. Dann los, weiß Gott, was Sie ihm antun werden.
What? Wartet, aber Herr, wir müssen etwas tun. Sie können den Jungen umbringen. No. Wenn ihr jetzt geht, wer wird dann die Frauen und Kinder beschützen, wenn die Diebe zurückkehren? Nein, so würdet ihr ihnen nur in die Hände spielen. Was? Gute Güte, gibt es denn nichts, was wir tun können, Herr? I see. Ich werde den Jungen zurückholen. What? Alleine? Aber Herr, selbst ihr! Hm. Ihr bleibt und bewacht das Dorf, zumindest bis ihr sicher seid, dass sie nicht zurückkommen. Oh. Vorsteher! Oder sagt mal gar nichts. Ihr seid die einzige Hoffnung für den Jungen, für uns. Schafft ihr das Berg? As you wish. Die Sache ist so gut wie erledigt, das ist mal eben so. I swear on my blade. Ich gebe euch mein Wort. Man weiß nie, wann das Schicksal zuschlägt. Speichert deshalb oft. Achte auf die Reisen mit dem grünen Hut. Okay. Suche den Reisen in Städten, Oberweltgebieten und Dungeons auf und speichere deinen Spielstand. Okay. Bin ich eigentlich geheilt? Ja, bin ich tatsächlich. Ist halt die Frage, ob durchs... Ah, da ist er. Ob durchs Level-Up oder... Dadurch, dass der Kampf automatisch geendet hat. Wir sollten uns hier gleich nochmal im Dorf umsehen, aber ich speichere erstmal. Well, Matt. Dankeschön. So, und ihr lasst mich jetzt wissen, ob ich weiter aufzeichnen soll oder nicht. Erstmal, vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.